Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind. Anfang 1912 gehörten knapp 1 Million Frauen und Männer der SPD an. Über 130.000 davon allein in Sachsen. Auch die Mitgliederzahl in der Chemnitzer Pflege erreichte mit über 10.000 ihren historischen Höchststand. Jeder dritte Mann hatte 1912 die Arbeiterpartei gewählt. Deutschen Frauen blieb dieses Recht verwehrt. Ihr Kampf für Stimme und Mandat sollte noch bis ins Jahr 1919 dauern. Über 4 Millionen Männer hatten ihre Stimme der SPD gegeben. Im Reichstag saßen nun 110 Sozialdemokraten. Die SPD stellte damit fast ein Drittel aller Abgeordneten. Den Wahlkreis im Roten Chemnitz verteidigte der Volksstimme-Redakteur Gustav Noske mit 64,1%. Der Schock über diesen haushohen Sieg muss den Konservativen und Bourgeois tief in den Knochen gesteckt haben. Der kaufmännische Verein zum Beispiel lehnte die Aufnahmen des Arbeiterparlaments in sein damaliges kaufmännisches Vereinshaus an der Moritzstraße ab. Die Heerschar der Arbeiterschaft ließ sich aber nicht aufhalten. Der Parteitag fand vom 15. bis zum 21. September 1912 in Chemnitz statt. Über 400 Delegierte und tausende Anhänger fanden den Weg ins Rote Chemnitz. Kein Zimmer frei, meldeten die meisten Herbergen der Stadt. Am Abend des 15. September zogen tausende Arbeiterinnen und Arbeiter zur Radrennbahn in den Vorort Altendorf. In der gewaltigen Sporthalle, heute befindet sich dort die Chemnitzer Handwerkskammer, eröffnete Max Müller, damaliger Chemnitzer Parteivorsitzender, punkt 7 Uhr im prächtig geschmückten Saal vor 7000 Teilnehmern den Parteitag. In den darauffolgenden Tagen zog der Tross nach Chemnitz-Schönau, wo im Wintergarten bis spät in die Nachtstunden getagt wurde. An das einstmals glanzvolle Konzert- und Tanzlokal erinnern heute nur noch die Kastanien aus dem früheren Garten des Hauses. Das unweit an der Zwickauer Straße gelegene Volkshaus, vielen damals noch als Kolosseum bekannt, war weiterer Tagungsort des Parteitages. Das Haus wurde 1904 von Arbeitergroschen erworben und von SPD und Gewerkschaften ausgebaut. Der beliebte Chemnitzer Arbeitertreffpunkt war später als Einheit im Clubhaus Fritz Heckert bekannt. August Bebel, Vorsitzender der SPD, erlebte in Chemnitz seinen letzten Parteitag. Aufgrund seines Gesundheitszustandes rieten ihm die Ärzte von großen Auftritten ab. Einen Monat vor dem nächsten Parteitag 1913 in Jena verstarb der Arbeiterführer 73-jährig in der Schweiz. Hugo Haase, neben Bebel Vorsitzender der Reichs-SPD, trug in Chemnitz die Hauptlast der Debatte. Auf dem Parteitag entbrannte ein stundenlanger Streit um Organisation und Aufbau der jungen Partei. Hugo Haase warf sich mit aller Kraft in die Diskussion. Ihm muss darum eine bedeutende Rolle zuerkannt werden. Friedrich Ebert, der spätere Reichspräsident, hatte in Chemnitz als frisch gewählter Reichstagsabgeordneter seinen großen Auftritt. Er führte mit Umsicht und Sachverstand die Diskussion um den drohenden Zusammenbruch der Freien Volkszeitung in Göppingen. Clara Zetkin, eine der wenigen bekannten Frauen in der Parteiführung, führte mit Luise Zietz die Diskussion um Frauenwahlrecht und Gleichberechtigung an. Ihre Bitte an alle weiblichen Delegierten, sich zu einer Besprechung im Volkshaus einzufinden, kommentierten männliche Delegierte mit den Ausrufen »Sonderkonferenz, neue Richtung«. Man sagt, dass mancher Genosse beim Thema Gleichstellung auch heute noch, 100 Jahre nach dem Chemnitzer Parteitag, zu solchen Reaktionen neigen könnte. Ernst Heilmann, der damalige Chefredakteur der Chemnitzer Volksstimme, war einer der prominentesten Mitglieder der Chemnitzer Delegation. Seine anlässlich des Parteitages erschienene Schrift »Geschichte der Chemnitzer Arbeiterbewegung in Chemnitz und im Erzgebirge« war die erste umfassende Darstellung. Sie zählt heute zu den bedeutendsten Studien der Arbeiterbewegung. 1933 begann Heilmanns Martyrium durch die Konzentrationslager. Er wurde 1940 im KZ Buchenwald mit der Giftspritze ermordet.
Die Sozialdemokratie im Deutschen Reich war nicht erst seit dem Wahlergebnis von 1912 die führende Kraft der Zweiten Sozialistischen Internationale. Das spiegelt auch der Beginn des Parteitages. 9 Abgesandte europäischer sozialdemokratischer Parteien hielten Grußworte. Mehr als die Hälfte aller europäischen Staaten waren bei der Eröffnung präsent. Ein beeindruckendes Zeugnis internationaler Solidarität und Wertschätzung am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Russland, Schweden, England, Belgien, Frankreich, Österreich-Ungarn, Bulgarien, Portugal, Italien, Griechenland, Holland. Mit Beginn des Krieges 1914 brach die Sozialistische Internationale auseinander. Die Mehrheit der sozialistischen Parteien nahmen die nationalistischen Positionen ihrer Regierungen an. Europa versank in einem Blutrausch. Der Krieg forderte 17 Millionen Menschenleben. Die Idee der internationalen Solidarität der europäischen Arbeiterschaft sollte für lange Zeit ausgelöscht bleiben. Dr. Ludwig Frank, Mannheimer Reichstagsabgeordneter und badischer Delegierter in Chemnitz, galt als einer der Hoffnungsträger und kommender Mann der Sozialdemokratie im Deutschen Reich. Mit Ausbruch des Krieges meldete sich Frank noch aus dem Reichstag heraus freiwillig an die Front. Am 3. September fiel Frank bereits in den ersten Kriegstagen in den Linien bei Nossancourt. Er war damit der erste von 2 Reichstagsabgeordneten, die im Felde blieben. Wenige Tage vor seinem Tod schrieb der 40-jährige deutsche Jude in einem Brief: Ich habe den sehnlichen Wunsch, den Krieg zu überleben und dann am Innenausbau des Reiches mitzuschaffen. Aber jetzt ist für mich der einzig mögliche Platz in der Linie, in Reih und Glied. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir haben selbst erfahren, der Arbeit frohn Gewalt. In düsteren Kinderjahren und wurden früh schon alt. Sie hat an unserem Fuß geklebt.